Ich bin Rachel Brücke. Und ich bin Annika Gläser. Und heute machen wir für euch ein Übungsvideo, die die Beine stärkt und mobilisiert. Das ist für Anfänger tauglich und kann alleine zu Hause geübt werden, wochentlich oder täglich, ganz wie du brauchst. Dann komm gerne mit mir auf die Matte. So, Annika kommt jetzt zuerst in die Göttin-Pose. Dafür nimm bitte die Füße ein bisschen breiter als schulterbreit auseinander und dreh die Zehen leicht nach außen. Und dann beug erstmal einmal vorsichtig die Knie und überprüf, ob die Knie und die Füße in dieselbe Richtung zeigen. Sehr gut. Und wenn du deine Position gefunden hast, dann atme ein, streck die Beine und heb deine Arme über die Seiten nach oben. Und ausatmen, beug die Knie ganz tief und lass deine Arme sinken. Und wie ihr seht, Annika folgt ihr eigenen Atemrhythmus und nicht unbedingt meine Ansagen. Mach weiter so, Annika. Und die Teilnehmer zu Hause, bitte auch dein Atemrhythmus folgen. Einatmen, Arme nach oben, Beine strecken und ausatmen, Knie beugen. Wiederhol das bitte noch dreimal in dein Tempo. Und spür, wie deine Beine langsam ein bisschen wärmer werden und wach werden. Und dann noch ein letztes Mal für dich. Einatmen. Und aus. Sehr gut. Jetzt bring die Füße wieder zusammen und dreh dich auf deine Matte, sodass du ein Bein hinter dir aufsetzen kannst. Also Annika, genau, dreht sich zur Seite. Schau, dass deine Füße parallel sind und dein Gewicht schön weit nach hinten ist, dass du nicht aus Versehen über die Zehen stehst, sondern über die Fersen mit deinem Gewicht. Und dann heb dein linkes Bein und setz dein linker Fußrücken auf den Boden hinter dir ganz weit weg, dass du dein Bein komplett ausstrecken kannst und sanft dein Fußrücken dehnen. Und das kann sein, dass du das in den Zehen spürst, in der Fußrücken oder im Fußgelenk. Genau, versuch dein Gewicht schön weit hinten zu halten in dein rechten Bein. Und atme hier tief und voll. Und es gibt auch Leute, für denen das sehr intensiv ist oder der Fuß krampft. Und dann ist eine gute Variation, das linke Knie zu beugen. Und dann kannst du deinen Fuß ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Genau. Und dann ist die Dehnung ein bisschen weniger intensiv. Super. Noch ein paar Atemzüge hier in deiner Version mit Bein gestreckt oder Knie gebeugt im linken Bein. Und jetzt langsam die Seiten wechseln. Stell dich auf dein linkes Bein, bring dein Gewicht, deine Hüfte über deine Ferse. Genau, und streck dein rechtes Bein nach hinten aus. Fußrücken. Zehennägel auf den Boden und spür die Dehnung in deinen Fußrücken und atme hier tief und voll. Sehr gut. Wenn ihr Geräusche bei mir hört, ist das meine schöne Familie. Und dann langsam löse auch die Seite. Und jetzt komm zum Stehen wieder und such dir einen Block. Wenn du zu Hause keinen Block hast, kannst du auch ein dickes Kissen nehmen oder eine Yogamatte zusammenrollen. Hauptsache, du willst etwas zum unter den Fußballen legen. So, leg deinen Block auf die Matte. Und stell dich so hin, dass du deinen rechten Fußbein auf die Matte, auf der Block setzen kannst. Also der Block ein bisschen rechts. Super, Annika. Und
dein rechter Ferse auf den Boden. Und wenn das zu dolle ist, dann kannst du das gerne so rutschen lassen, genau, dass der vielleicht nur die Hälfte der Fußballen auf der Block ist. Und dann ist der Spielraum ist hier, dass du deinen linken Fuß weiter nach vorne bringen kannst für mehr Dehnung. Das ist vielleicht genau mehr neben dein rechter Fuß oder weiter nach hinten. Und so kannst du eine schöne intensive Dehnung, aber nicht zu schmerzhafte Dehnung verursachen. Genau. Und atme hier tief und lang. Beide Beine können gestreckt bleiben, sofern das für deine Knie kein Problem ist. Und atme ganz voll und tief. Ich glaube, Annika hat eine richtig intensive Dehnung, weil sie Korkblocken hat, oder Annika? Ja, das ist ein bisschen weniger dolle dann mit Schaumstoffblocke. Oder wie gesagt, man kann auch eine Yogamatte zusammenrollen. Genau. Und jetzt langsam wechsel die Seiten. Setz deinen linken Fußbein auf deinen Block und Ferse auf den Boden. Genau, bring lieber deine Ferse richtig auf den Boden, auch wenn du dann mit deinem anderen Fuß weiter nach hinten gehst. Genau. Und dann beide Beine lang, streck dich in die Länge, genieß die intensive Dehnung. Und atme hier ein und aus. Noch ein paar Atemzüge hier. Und wenn du magst, kannst du auch deine Arme ausschütteln, um deinen Oberkörper dabei zu entspannen. Und dann langsam runterkommen vom Block und stell dich wieder hin mit die Füße nebeneinander und spür kurz nach, wie die Waden sich anfühlen, wie die Füße sich anfühlen, ob sich irgendwas geändert hat. Und jetzt, Annika, dreh dich bitte zu mir und setz das Block so auf, dass es unter deinen rechten Fuß passt. So ein bisschen weiter nach rechts, genau. So rum ist super. Und bring deinen rechten Fuß auf das Block. Schau, dass dein Ferse auf jeden Fall drauf ist und es ist okay, wenn die Zehen rüberhängen. Aber wenn der Ferse rüberhängt, ist es echt schwierig. So, jetzt sieht er schon, Annikas linkes Bein ist plötzlich länger als das rechte. Jetzt presst deine rechte Hüfte nach unten, damit dein linkes Bein und Fuß ein bisschen steigen. Genau, deine rechte Hüfte weit nach unten, dass deine linke Hüfte genau steigt. Und wiederhol das, du kannst das klein machen oder ganz große Bewegungen. Wenn du brauchst für Balance, kannst du immer dein Fußbein aufsetzen und sonst kannst du gerne schweben. Und das Ziel ist, dass der äußere rechte Hüfte und äußere Oberschenkelmuskeln stärker werden. Spürst du sie, Annika? Da, super, sehr gut. Ich werde jetzt keine genaue Anzahl an Wiederholungen sagen, sondern mach das, bis da diese Muskeln wirklich spürbar und müde sind. Und das ist auch okay, wenn eine Seite ist vielleicht stärker und braucht ein bisschen länger und die andere Seite braucht nicht so lange. Und bring dein Gewicht immer wieder in dein Ferse. Okay, Annika hat jetzt genug, ihr zu Hause vielleicht auch. Dann könnt ihr gerne Seiten wechseln. Vielleicht ein bisschen mit einer lockeren Faust auf die Muskeln klopfen, eine schöne Massage, genau. Und dann bring deinen linken Fuß auf das Block, Ferse ist auf jeden Fall drauf. Und dann schieb deine linke Hüftkamm nach unten, damit dein rechtes Bein ein bisschen höher schwebt. Sehr gut. Und dann lässt es wieder runter und hoch und runter. Meistens mache ich das nicht mit bewusster Atemzüge, weil ich auf die Balance fokussiert bin, aber du kannst natürlich einatmen, hoch und ausatmen, runter, wenn du willst, kannst ausprobieren. Genau.
Und diese Übung trainiert genau die Muskeln, die du brauchst zum Treppensteigen und auch eigentlich überhaupt zum Gehen. Und das sind Muskeln, die, wenn wir nicht so viel Sport machen, die werden sehr schwach und es beeinträchtigt die Balance. Also wenn du bis 90 Treppensteigen willst und gehen und vielleicht auch ein bisschen joggen, dann halt diese Muskeln schön stark. Genau. Ich glaube, Annika ist fast da, dass die müde genug sind. Ja. Super. Okay, jetzt sind wir fertig mit dem Block. Sehr gut, sehr stilvoll, danke. Jetzt machen wir die dynamische Specht. Das ist eine super Übung. Es stärkt die Beine, es stärkt die Po-Muskeln und sogar die unteren Rückenmuskeln. So, komm ein bisschen mehr zu Vorderende der Matte und dein rechten Fuß bleibt da. Bring dein linker Fuß weit nach hinten in sowas wie einen Ausfallschritt. Und dann schau, dass dein rechten Knie hinter dein Fußgelenk ist. Annika macht das schon, sie kennt das Specht. Eine Art, das zu testen, ist, wenn du auf deinen rechten Fuß guckst, kannst du deinen ganzen Fuß sehen. Wenn es blockiert ist vom Knie, dann ist dein Knie zu weit vorne. Ja, genau. So, jetzt Knie ist auf jeden Fall hinter der Ferse. Das sieht man bei Annika gut. Das linke Bein bitte ganz strecken. Und dann kipp dein Oberkörper ein bisschen nach vorne als Verlängerung von deinem hinteren Bein. Es darf ruhig eine schöne Kurve im unteren Rücken geben. Und jetzt streck die Arme neben dir aus. Also neben die Hüfte erstmal. Genau. Sie dürfen da bleiben, ein bisschen wie Skispringer. Oder du kannst mit deinem Einatmen die Arme über vorne nach oben, über deinen Kopf nehmen und ausatmen wieder nach unten. Sehr gut. Das ist dann die dynamische Version. Und wenn das nicht total bemerkbar ist in der rechten Oberschenkel- und Po-Muskeln, ist doch, genau, dann musstest du weiter auseinandergehen. Und wenn du merkst, die Pose ist ein bisschen zu viel, bring deinen hinteren Fuß weiter vorne. Und achte darauf, dass du dein vorderen Bein ein bisschen mehr streckst, damit dein Knie immer noch hinter deinem Fußgelenk ist. Super. Jetzt mach Annika eine engere Specht. Das ist auch gut. Jetzt Oberkörper wieder in Verlängerung vom hinteren Bein. Und dann wieder die Arme nach oben und unten. Genau. Und Annika, wenn es geht, lass deinen Brustkorb ein bisschen mehr nach vorne sinken. Sehr schön. Okay. Wenn es noch geht, dann noch ein tiefen Atemzug. Wenn nicht, komm schon raus. Und sehr elegant rausgekommen. Sehr gut. Dann schüttel dich frei für die zweite Seite. Wunderbar. Also, die sind echt müde jetzt. Ja, die sind echt müde. Also richtig starke Beine hast du am Ende. Mindestens die äußere Oberschenkel, ne? Und äußere und hintere Oberschenkel machen wir gut heute. Okay. Dynamische Specht, zweite Seite. Jetzt bleibt dein linker Fuß nach vorne. Und du kannst auf diese Seite experimentieren. Unsere Beine sind selten gleich stark. Das heißt, vielleicht kannst du weiter nach hinten oder weniger weit nach hinten mit deinem rechten Bein als auf der anderen Seite. Jetzt prüf, dass dein linkes Knie hinter dein Fußgelenk ist und du deinen ganzen Fuß sehen kannst. Und schau, dass dein Oberkörper in Verlängerung von deinem hinteren gestreckten Bein ist. Genau. Du kannst auch, wenn es sehr wackelig ist, dich neben einer Wand stellen. Okay. Annika, wieder streck dein Brustbein nach vorne von deinem hinteren Fuß weg. Dass du ein bisschen, dein Becken ist eine Verlängerung vom Bein, aber dann bist du in eine große Rückbeuge und dein Oberkörper nicht. Sehr gut. Ist das anstrengender? Aha, okay. Nur so lange es geht. Okay, Arme neben dein Becken und dann einatmen nach oben. Ausatmen nach unten. Bitte weiterführen im Rhythmus deines Atems. Und was ihr bei Annika sehen könnt, sie ist auch Yogalehrerin. Sie weiß, was sie tut und sie weiß, wie wichtig es ist, die Posen anzupassen, damit wir unser eigenen Körper respektieren. Das heißt, auch wenn ich es mal nicht sage,
darf jeder, der dieses Video mitmacht, die Posen anpassen. Genau, Annika macht das jetzt. Ein bisschen kleiner machen, ein bisschen höher kommen. Wir wollen die Muskeln schon total gut nutzen, aber es sollen keine punktuellen Schmerzen geben und nichts, wo du wirklich dein Stirn zusammenrunzeln musst und keinen Bock mehr hast. Okay, ich glaube, das reicht, oder Annika? Reicht es schon? Super. Noch ein Atemzug. Und ausatmen, komm raus aus der Pose. So, jetzt haben wir eine letzte Übung, was eher Richtung Dehnung geht als Stärken. Kommt vielleicht ganz gut. Und dafür komm bitte wieder mit deinen Füßen nebeneinander, ganz vorne an deine Matte. Und bring deinen linken Fuß nach hinten in einen Ausfallschritt und setz die Hände auf. Genau. Jetzt musst du deinen linken Fuß recht weit nach hinten. Annika hat es schon, aber bring deinen linken Fuß so weit nach hinten, dass dein rechtes Knie über dein Fußgelenk kommt, dass es nicht nach vorne ragt. Und dann setz dein hinteren Knie bitte auf den Boden auf. Und wenn der Boden zu hart ist, leg gerne was drunter. Jetzt mit deinen Fingerspitzen oder Fäuste auf den Boden, schieb dein Becken nach hinten und heb die Zehen. Annika holt Blöcke. Oder ein Block. Zwei Blöcke. Genau. Annika macht eine Variation mit Blöcke. Und ich erkläre, wie ihr das sonst auch anpassen könnt. Genau. Sie schiebt ihr Becken nach hinten. Und wichtig ist, die vordere Zehen anzuheben und du schiebst dein Becken so weit, wie du eine Dehnung in der Oberschenkel hast, aber kein Schmerzen im unteren Rücken. Und wenn das anfängt, im unteren Rücken zu ziehen, dann beugt dein vorderen Knie ein bisschen mehr. Es gibt ja keinen Muss, ne? Man muss nicht das Bein ganz durchstrecken. Wenn du die Hände auf den Boden hast, dann lässt du dein Knie vielleicht ein bisschen mehr gebeugt als Annika. Und jetzt wieder beugt dein Knie, komm nach vorne und du kannst dein Knie gerne ein bisschen nach vorne schieben, so weit wie es angenehm in die linke Leiste dehnt und dann wieder ausatmen nach hinten. In deine Geschwindigkeit einfach nach vorne mit dein rechtes Knie und dann ausatmen, Becken nach hinten. Bitte weitermachen mit deinem Atem und ich quatsche ein bisschen mehr über Optionen. Wenn du noch höher sein möchtest, wäre es auch möglich, einen Stuhl über deine Matte zu stellen und dann streckst du deinen rechten Fuß quasi unter der Stuhl und die Hände kommen auf der Stuhl, auf der Sitz. Dann quasi. Das wäre auch eine Art, die Übung zu machen. Sehr gut. Und was man hier sehen kann, ist, wenn du nach vorne kommst, darf dein Knie schon ein bisschen vor der Fußgelenk. Und wenn du hinten kommst, ist dein Becken über dein linkes Knie. Genau. Wenn dein Becken so weit nach hinten kommt, dass du auf deinen hinteren Fuß sitzt, dann lieber bring die Füße weiter auseinander, dass du nicht im Sitzen bist am Ende. Okay, und jetzt setz die Hände auf. Und wechsel die Seiten. Du kannst einen nach unten schauenden Hund machen, wenn du willst, oder aufstehen oder über Vierfüßler wechseln. Genau. Nicht vergessen, ein bisschen zu atmen oder viel atmen. Jetzt mit linker Fuß nach vorne, setz dein rechtes Knie auf. Und dann mit die Hände auf Blocks, Boden, Stuhl. Erstmal schieb dein linkes Knie nach vorne und dann genau. Und ausatmen, schieb dein Becken nach hinten, heb deine linke Zehe. Und dann in deine Geschwindigkeit einatmen nach vorne mit deinem linkes Knie. Und ausatmen, Becken nach hinten und heb die Zehe. Mach das weiter. Und denk nochmal an diese Seite dran. Das soll dein Oberschenkel dehnen, dein vorderen Bein, dein rechtes Bein, wahrscheinlich der hintere Oberschenkel, vielleicht der Wade. Und der linke Oberschenkel, ja, die vordere Seite, die Leiste. Und wir wollen nicht so viel den Rücken dehnen.
Wenn es sehr doll ist im Rücken, dann entweder geh weiter nach hinten oder setz die Hände höher, zum Beispiel, wie gesagt, auf einen Stuhl. Und das Gute an dieser Dehnung ist, du kannst es kontrollieren, wie intensiv das wird, weil du entscheidest, wie weit nach hinten du gehst. Und wenn du weiter gehst und dein vorderen Bein mehr in die Streckung kommt, dann ist die Dehnung natürlich intensiver. Und dann kannst du das dosieren. So, noch einmal ausatmen nach hinten und dann einatmen nach vorne. Und jetzt setz die Hände auf und komm in Vierfüßler. Genau. Hund wäre auch okay, aber ich sag mal Vierfüßler. Und dann beweg dich so, wie es sich gerade angenehm fühlt, bis du auf den Rücken liegst. Auf deinen Rücken mit Arme und Beine lang. Und da das ein Video ist, wenn du zu Hause bist, kannst du natürlich noch eine Übung hinten dranhängen, wenn dir irgendwas fehlt. Und sonst kannst du einfach in die Entspannungsposition kommen. Man sieht bei Annika gut, sie sucht sich eine Position, der sich gut anfühlt und lässt die Beine los, lässt die Arme los, damit die Füße ein bisschen nach außen fallen und die Handflächen zeigen zur Decke. Und hier angekommen, wenn du magst, schließ die Augen und spür deinen ganzen Körper. Insbesondere spür in deine Füße und Beine hinein und schau, ob hier mehr zu spüren ist als vor der kleinen Übungsreihe. Und wenn du möchtest, kannst du noch eine 10 Minuten, Viertelstunde in Shavasana in dieser Endentspannungsposition liegen. Und sonst roll dich ganz freundlich und sanft zu einer Seite. Und dann komm zum Sitzen. Und dann sage ich mal vielen Dank fürs Mitmachen. Und danke, Annika. Danke, Rachel. Tschüss.